Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Lego Star Wars Die komplette Saga. Ja. Wir fangen hier gleich wieder mal an. Und, ja. Ich werde euch jetzt, erklären, also ich muss jetzt kurz nochmal die Steuerung ändern, da das Drücken von F9 meine Eingabe umgestellt hat und F9 ist der Startknopf meiner Aufnahme. Yay! Naja, egal. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt wieder Lego Star Wars bringen. Es gab eine Weile Pause von Lego Star Wars. Und zwar hatte das gute Gründe. Erstens, ich wollte euch mehr Oblivion und Titan Quest bringen. Das war mein erster Grund, dass ich einfach mehr andere Projekte machen wollte und auch, ja, einfach mehr Oblivion und Titan Quest euch bringen wollte und halt mehr Real-Life-Videos und alles Mögliche. Und der andere Grund war Star Wars Episode 7. Was hat Episode 7 mit den vorherigen Episoden zu tun? Ganz einfach. Episode 7 ist meiner Meinung nach die schlechteste Episode aller Zeiten. Und ja, das meine ich wirklich so. Sorry, dass ich jetzt jemand so eine Pause mache, aber... Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da richtig drüber reden möchte, aber naja. Für alle Leute, die Episode 1, Episode 4, 5 und 6 kennen, die wissen, was ich meine. Also, und Episode 7 natürlich, die wissen, was ich meine. Sorry, aber jetzt kommt ein großer Spoiler von den ersten 35 Minuten. Weiter habe ich es im Internet nicht angeschaut. Weiter konnte ich es mir überhaupt nicht geben. Also, Anakin in Episode 1. Er putzt für Watto Teile und verdient sich so Geld, dass er essen kann. Unterkunft hat er, weil er eben Watto gehört mit seiner Mutter und da er da für sie sorgen muss, da es ein bisschen Sklavenrechte wenigstens gibt. Tatooine, wo sie halt in einer schäbigen Lehmhütte mit zwei Zimmern oder drei Zimmern wohnen. Drei Zimmer ohne Küche, Bad und Toilette. Und ja, muss er seinen Lebensunterhalt auf Tatooine mit Teilen sammeln, zubringen und die Teile putzen. Ich weiß, ich habe mir die Namen von denen aus Episode 7 nicht gemerkt. Aber naja, die Frau auf dem einen Planeten mit dem abgestürzten Sternzerstörer, also ich habe es für Planeten nicht so, nur die wichtigen kenne ich. Oder nur die wichtigen kenne ich auswendig, sage ich mal so. Hat eigentlich genau das gleiche gemacht, für Geld, Schrott gesammelt und poliert, und um sich damit Essen kaufen zu können. Ja. Und ja, sie hat es dann gemacht. Es war auch ein Wüstenplanet, aber nicht Tatooine. Ein anderer Planet mit einem abgestürzten Sternzerstörer drauf. Gut, das ist nicht die erste Referenz. Dann haben wir Episode 4. Hier haben wir gut diesen Astromechdroiden, den können wir es gut erklären. Also, in R2-D2 hat Leia in Episode 4 eine Nachricht reingetan für Obi-Wan Kenobi. So. Ihr kennt diesen runden Droiden. Ich weiß gar nicht, was für eine Einheit das ist. Auch ein Astromech-Droide, aber welche Einheit genau, weiß ich leider nicht. Ja, in denen hat der Besitzer auch etwas reingetan. Keine Nachricht, aber eine Karte zu Luke Skywalker. Versteht ihr, was ich meine? Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist so richtig lame. So richtig lame und eintönig. Und das hat mir auch ein bisschen die Lust auf Star Wars irgendwie vermiest, weil irgendwie Star Wars immer nur noch das Gleiche wird und immer nur noch so ab Episode 6 endet, da wiederholte sich nur noch und so. Und Disney hat auch alles rausgelöscht, also Star Wars, Force Unleashed und so weiter. Alles nicht mehr kanonisch und die ganzen Bücher, alles weg, alles für nicht storyrelevant erklärt. Schon ein bisschen scheiße von Disney, das war ein richtiger Arschloch-Move. Sorry, aber es ist so. Fangen wir jetzt an. Hier weiter. Ich werde es jetzt einfach durchlaufen lassen, werde daneben ein bisschen sprechen, weil ich darüber ein bisschen sprechen möchte. Einfach wie sich Star Wars in der letzten Zeit entwickelt hat, darüber möchte ich ein bisschen sprechen, in diesem Part. Meine Lieblingsepisode ist ja Episode 2.
viele wissen. Einfach wegen der Stelle, wo Yoda Padawane oder die Schüler trainiert, dass sie Padawane werden und wo halt Obi-Wan den Stern nicht finden kann, weil er gelöscht wurde und weil die Padawane oder die Schüler, die vor Padawan ihm dann helfen und sagen, ja, der Stern wurde gelöscht und er soll einfach dahin fliegen und so weiter. Das ist einfach eine gute Stelle und zeigt, dass ein Schüler auch viel kann und ja, viel beweisen möchte, dass er es kann und auch viel kann und es zeigt und so. Und das finde ich einfach die beste Stelle aus dem Star Wars oder generell. Episode 2 finde ich gut und danach kommt Clone Wars, die Serie. Einfach, wenn man da sieht, wie Jar Jar eigentlich ist. Jar Jar ist nicht trottelig, oder doch, er ist trottelig, aber er ist nicht trottelig im Sinne von, ich bin ein Trottel und mache nur alles falsch, sondern er ist einfach ein Trottel, der dadurch hilft. Ich weiß nicht, wie es mit Jar Jar wirklich ist. Aber naja, also ich weiß wirklich nicht, wie es mit Jar Jar wirklich ist, aber naja, Jar Jar ist halt einfach der Trottelige, den wir kennen, der trottelige Abgeordnete. Ich will jetzt nicht sagen, dass Jar Jar irgendwie böse ist, wie manche behaupten, in seinen Gesten, die er manchmal macht. Das würde ich jetzt nicht behaupten, weil dann sagen viele, der macht doch Sith-Gesten oder irgendwelche Gesten von Jedi-Tricks oder so. Der ist doch böse. Nein, Jar Jar ist nicht böse. Er ist einfach der trottelige Gungan, der ins Exil geschickt wurde, den wir kennen. Es ist einfach Jar Jar. Was würden wir ohne Jar Jar tun? Ganz ehrlich. Seid mal ehrlich. Dieses Fanmade, wo jemand alles oder die Episode 1 so gelassen wie sie ist, nur alles Szenen mit Jar Jar und alles Unnötige entfernt hat. Was hat der bitte schon da gemacht? Ich finde, jeder Charakter gehört da dazu. Auch ein Jar Jar Binks gehört zu Star Wars, ja. Weil er einfach ein Abgeordneter ist. Ja. Deswegen würde ich das so sehen. Also deswegen, viele hassen Jar Jar, aber ich würde sagen, er ist gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann, Episode 2, meine Lieblingsepisode. Ich mag auch die älteren Episoden gern. Zwar jetzt nicht so wie die alten Episoden, wie Episode 2 oder so. Aber ja, schon irgendwie. Und das gehört einfach damit dazu. Und ich finde, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir haben jetzt Star Wars aufgekauft, wir werfen jetzt erstmal das Drehbuch von George Lucas über den Haufen. Weil George Lucas hat sich ja was dabei gedacht. Er hat ja mal ein Drehbuch zu Episode 2 geschrieben gehabt. Vielleicht zu Episode 2. Zu Episode 7 geschrieben gehabt. Und dann kam halt, dann ist Disney gekommen und gesagt, ja, wie noch dauern bis du Episode 7 machst. Und können wir das nicht vielleicht aufkaufen? Du bist auch schon etwas älter, wie willst du das denn anstellen? Geh doch in den Ruhestand, du hast es verdient. Dann hat George Lucas sich Star Wars quasi abkaufen lassen. 51% der Aktien. Das bedeutet, Star Wars gehört teilweise noch George Lucas, sozusagen, dass er, Nein, ich will wieder zurück. Nein, jetzt ist Partner die Schwerter, das soll nicht sein. Nicht. Ah, komm. Andersrum. Genau so. So, dass halt einfach George Lucas sich den abkaufen lassen hat. Und Disney hat sich gedacht, ja, die alten Episoden kamen ganz gut an. Und das mit Anakin als Sklave, das kam auch gar nicht mal so schlecht an. Machen wir einfach daraus jetzt eine neue Story. Verändern das ein bisschen und machen da eine neue Story raus. Und das finde ich einfach nicht so gut, dass Disney einfach, die haben einfach das alte genommen, was schon existiert hat, und haben das ein bisschen umgeändert und eine neue Episode draus gemacht. Und um die Geschichte ein bisschen zu erklären, hat er einfach Comics davor gemacht. Weil, ja, jeder Teenager oder jeder liest eigentlich gern Comics. Und dann machen wir doch da was draus. Dann machen wir doch eine Comicreihe und eine Bücherreihe für die Leute, die wohl keine Comics lesen möchten. Aber,
Ich finde es halt ein bisschen. Ich finde, Disney hat viel. Disney hat ein großes Universum aufgekauft, aber Disney hätte viel mehr daraus machen können. Geben wir jetzt nicht nur Disney die Schuld, okay? Es ist auch die Schuld von anderen Leuten. Aber ja, das ist halt einfach einer der Gründe, warum ich nicht so gerne mehr Star Wars gespielt habe. Einfach weil es so ein bisschen totgetreten ist. Und einfach weil ich euch auch mehr anderes bieten wollte. Nicht, dass ich immer sage, ja, Lego Star Wars geht zwar schnell, aber ich möchte euch auch etwas anderes bieten. Und deswegen dass ich einfach zum Beispiel das, dass ich einfach Oblivion fortführen kann, zum Beispiel, weil Oblivion ist sehr umfangreich und sehr groß. Ich habe mir überlegt, noch das kleine der beiden DLCs zu machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen möchte. Da wird das spontan entschieden, ob ich es machen möchte oder nicht. Und dann, ja, dann wird es wie gesagt spontan entschieden, ob ich das DLC von Oblivion machen möchte. Also dass ich da einfach weiter in der Story voranschreite. Ein Part von Oblivion habe ich euch noch, den werde ich euch noch hochladen. Also ein Part bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob ich noch einen aufnehmen werde heute. Es ist ja jetzt nach 11 Uhr, also kann ich heute sagen. Dann werde ich mal gucken, ob ich da noch einen aufnehme. Titan Quest auf jeden Fall noch, da habe ich euch auch noch ein Part übrigens. Und dann habe ich noch mein kleines Sammlungsvorstellungsvideo, das was ja eigentlich immer dazu gehört. Aber es ist nicht viel dazu gekommen, muss ich euch sagen. Muss ich euch gleich schon mal sagen. Würde es in nächster Zeit auch nicht viel dazu kommen, nur so ab und zu mal was. Einfach, wie gesagt, etwas Größeres zu meiner Sammlung hinzuholen möchte. Das Größere, das erfordert schon ein bisschen mehr und ich habe einfach nicht so viel Budget zur Verfügung, dass ich das einmal machen kann und dann euch noch andere Sachen bringen kann. Das klappt einfach nicht. Deswegen muss ich da einfach warten und sagen, gut, ich tue jetzt einige Sachen zurückstellen, auch von meiner normalen, Kaufaktivitäten. Bisschen komischen Hals, bisschen Tarz, bisschen Frau, bisschen alles Mögliche. Ja, da, dass ich halt sage, ja gut, ich muss es halt was zurückstecken ein bisschen. Dann habe ich euch, meine Kamera gekauft. Da muss ich gucken, dass ich noch die Batterien, also Akkubatterien dafür kaufe. Deswegen ist es alles ein bisschen schwieriger mit der Sammlung jetzt in letzter Zeit. Und es kam auch Weihnachten, da denkt man mehr an andere Leute als an sich. What the fuck, ich bin noch hochgesprungen. Kommt damit alles Geld wieder ein. Dass man halt sagt, ja, an Weihnachten denkt man nicht so viel an sich, sondern mehr an andere Leute. Und ja. Was werden wir hier? Sollen wir weiterführen? Reicht das mal weiter? Wisst. Autsch, naja, egal. So, töten wir jetzt Jango Fett. Denn den Eis trotzdem noch gespeichert. Vor allem über Boba, der muss dann, falls ich dir nah, verloren geht oder falls sie geklaut wird oder irgendwas, muss Boba herhalten, weil er der einzige unveränderte Klon von Jango Fett ist. So, schauen wir es uns mal weiter an. Papi, nein! Yay! Yoda eilt zur Rettung!
Legacy Clone Wars doch besser, also Lego Star Wars 3, der Clone Wars doch besser gemacht. Die Szene. Klar, da tötet. Da weiß ich nicht, ob Windu unbedingt das tötet. Also, da kann man jetzt Boba nicht. Oder Django, nicht Boba. Kann man jetzt Django nicht selbst töten mit Windu, aber man sieht halt, wie er in der Filmszene einen tötet. Und man erlebt die Schlacht aus einer anderen Sicht. Aber im Prinzip ist die Schlacht besser gemacht. Vor allem ist es mehr in der Lego. Comic gemacht, weil die Lego Comic ist ein bisschen mehr kindlicher gemacht und ein bisschen anders, bisschen ins ernste Szenen was Witziges reingebracht. Und das ist einfach, das macht die Lego Spiele einfach aus und das hat man hier nicht. Hat man in Lego Star Wars ganz gut, also Lego Star Wars 3 meine ich. Ich habe da ganz gut umgesetzt. Luminara als Eisverkäuferin. Aber naja. Wir werden noch ein Level spielen, da wir jetzt am Anfang so viel geredet haben. Da können wir jetzt doch ruhig noch ein Level spielen. Und können versuchen, einfach noch ein bisschen ruhiger zu machen. Ein bisschen. Ich werde es jetzt auch wieder vorlesen. Deswegen, Lego Star Wars, die komplette Saga. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Ach, und jetzt auf einmal lag's wieder. Kapitel 5, nee, jetzt doch nicht mehr. Kanonenboot, Kavallerie. Die Armee der Republik wurde mobilisiert. Unter der Führung von Mace Windu und Meister Yoda stellen sich die neu gebildeten Klontruppen auf Geonosis der Druidenarmee der Separatisten mutig entgegen. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker greifen in die Schlacht ein, während sie Count Dooku in ihrem republikanischen Kanonenboot folgen. So. Jetzt diesmal auch wieder vorlesen, also ohne dass es wie beim Pod Racer gibt es dann wieder diese. Also die Minikits sehen jetzt aus wie beim Pod Racer. Wir müssen davon alle töten. Hier gibt es ein Minikit-Teil. Da können wir die ziehen. Bösen. Die Bösen sind mit X-Wing Fightern dargestellt. Einfach weil, oder ich denke mir, die Sachen sind halt einfach mit X-Wing und, was sag ich, X-Wing? TIE Fighter. X-Wing ist gut. Was rede ich heute für einen Stuss zusammen? Was rede ich heute für einen Stüssel zusammen? Rediger Scheiß rede ich heute. Aber Zeit mehr ist nach 0 Uhr, also. Bitte verzeiht mir das. Aber auf jeden Fall. What the fuck? Also ich war im Steuern von diesen Kanonenbooten noch nie so wunderbar. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, sie sind mit TIE Fighter und X-Wing gekennzeichnet. Einfach darum, weil das die klassische Trilogie ist. Die klassische Trilogie hat mehr Wiedererkennungswert als die alten Episoden, weil einfach die klassische Trilogie haben mehr Leute gesehen als die alten Episoden, als die neuen Episoden, als Episode 1 bis 3. So, ich rede heute manchmal einen richtigen Käse zusammen. Deswegen hat es einfach mehr Wiedererkennungswert und deswegen hat man es wahrscheinlich so gekennzeichnet. Statt dass man jetzt einfach den republikanischen Frachter nimmt und oder den Jedi Sternjäger nimmt und Jedi Grievous Jäger oder halt ein Separatist. Was? Wie fliege ich heute zusammen? Habt ihr schon mal einen drunken Pilot gesehen? Jetzt habt ihr es. Nein, ich bin nicht besoffen, aber ich fliege, als wäre ich besoffen. Ich fliege wirklich, als wäre ich ein bisschen besoffen. Mit ein bisschen zu viel Medichlorianer in mir. What the fuck?
Ja, ganz toll. Also wir werden das Level mit nichts. Ist ja mal wieder super gemacht. Warte mal, da können wir uns ja durchsprengen. Okay. Dann weiß ich, wofür die nächste Bombe ist. Aber naja, Kanonenboote fliegen, das ist... Also ich wäre kein Republikaner geworden, zumindest kein Pilot. Nein, also ich wäre wirklich kein republikanischer Pilot geworden. Danke! Nein, also ich wäre kein Kanonenbootjäger geworden. Ganz ehrlich nicht. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Da wäre ja vorher Anakin nicht Darth Vader geworden, bevor ich Kanonenbootflieger geworden wäre. Da wäre ja Yoda vorher ein Sith Lord geworden. Und das ist nie passiert. Und das wäre auch nie passiert. Nein! Das her. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir wenigstens nichts haben. Oh je. Das ist doch ein bisschen peinlich, oder nicht? Jeder Klontrooper, jeder Klonpilot, der würde mich auslachen. So scheiße fliege ich hier. Da ist auch mal ein besserer Pilot. Seid ehrlich, Darth Maul ist ein besserer Pilot als ich. Wenigstens fangen wir 7 von 10 Minikits ein, also da. Acht von 10 Minikits. Wir können, glaube ich, 9 von 10 einsammeln. Oh, 9 von 10, weil das andere war bei diesem, hinter diesem Bösen. Okay, wir können den Laser ausschalten, dann haben wir wenigstens nichts. Nämlich aufhören. Hallo? Als ob die einfach so aus der Luft ein Kanonenboot holen können. Danke fürs Power. Für das nächste Power-Up. Schon ein bisschen beeilen müssten wir uns. Danke. Wir greifen ihn sofort wieder an, also müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Jetzt fliegen wir wenigstens. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Also wahre Jedis werden wir auf jeden Fall noch. Das könnten wir auf jeden Fall noch schaffen. Wenn wir jetzt hier nicht drauf gehen. Come on! Ah,
Na, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen, Mario hier zu werden. Das ist jetzt in diesem Level auch nicht wichtig. Ich habe ja gesagt, ich werde keine 100% machen, aber ich werde so viel Prozent machen, wie ich einfach nur schaffe. Also, das werden Fragezeichen Prozent. Nein! Bitte, what? Da ist noch eins? Okay, wir haben es doch geschafft, Mario Jedi zu werden. Ah, na gut. Naja. Na gut. Überspringen wir das ein bisschen. Das ist jetzt nicht, ich will sehen, was das wird. Ach so, das wird so ein Landfahrzeug. Ach nee. Das nachher bei den Windikit-Missionen zu verwenden, nicht so schön. Aber das sieht irgendwie fertig aus, aber ist es nicht, da fehlt noch ein. Hier gehen wir jetzt in Nimbus, heißt die Kantina. Und dann habe ich euch jetzt ein bisschen erklärt, was heute was so ist. Und dass ich euch eigentlich auch mehr andere Projekte bringen möchte als Lego Star Wars. Bei Lego Star Wars habe ich nur angefangen, weil ich weniger Zeit gehabt habe für irgendwelche Projekte. Und dass ich einfach, wenn ich weniger Zeit habe, euch Lego Star Wars bringen kann. Das war ja mein erster Gedanke von Lego Star Wars. Und dann habe ich gedacht, ja, Oblivion funktioniert nicht mehr, weil es irgendwie eine Weile nicht wollte. Und dann habe ich, Titan Quest angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, probierst du jetzt am nächsten Tag doch mal Oblivion. Und dann ging es wieder und deswegen... Dann habe ich wieder Oblivion aufgenommen und so weiter. Und ja, also wie heißt das Level jetzt? Count Dooku, ach so, okay. Und dann habe ich also Lego Star Wars war einfach nur gedacht dafür, weil es eher schnell geht zum Aufnehmen oder schneller geht zum Aufnehmen. Und ich das öfter aufnehmen kann. Aber jetzt habe ich ja mehr Zeit gehabt und deswegen habe ich euch auch mehr andere Projekte bringen wollen. Weil ich denke mir, wenn ich Zeit habe, warum soll ich dann mehr Parts von einem Projekt raushauen, was schnell geht? Anstatt dass ich euch ein paar Parts von etwas Größerem raushaue, worauf ihr mehr Bock habt, wie ich das so gesehen habe. Da habt ihr natürlich mehr Bock drauf. Sag ich gerade so kurz, Mace Windu, der springt irgendwie ein bisschen komisch. Und irgendwie, jetzt nicht böse gemeint oder nicht rassistisch gemeint, hier, wenn ihr im Charakter, wie ich rumlaufe, sieht er normal aus, normal drauf. Aber schaut euch mal das Fenster an, oben neben den Leben. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. So ein bisschen so glänzendes Braun, so ein bisschen gebräunt oder so, oder ein bisschen... Ja, mit irgendwas überzogen oder so. Nicht rassistisch gemeint oder so. Es sieht nur so aus. Das ist nur so, wie ich es finde. Jetzt können wir uns ja auch gucken, dass wir noch zu wir werden uns keine Leute irgendwie kaufen, außer die, die wir uns gekauft haben. Darth Maul 60.000. Ja, klar. Ja, klar. Also den Klon haben wir uns gekauft, dann Lamassu, Lamaui. Geonosianer werden wir es nicht kaufen. Kampfdruide. Kampfdruide Geonosis. Super Kampfdruide. Hier, Jango Fett. Boba Fett Junge, den brauchen wir jetzt nicht. Minara Unduli. Kerimundi, der ist einfach so schlau. Sein Kampf ist so groß, weil er einfach so schlau ist. Und weil da zwei Gehirne drin sind. Jetzt kaufen wir es. Jango Fett. Dann werden wir im nächsten Part wohl ein bisschen Episode 1 nachholen. Ja, dann würde ich aber sagen, der Part geht jetzt schon ein bisschen länger oder länger als gedacht, weil ich einfach noch viel oder etwas zu erklären hatte am Anfang. Und dann würde ich sagen, bewertet den Part, egal ob es euch gefallen hat oder nicht, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, nach unten geben, ist eure Entscheidung. Kommentiert und diskutiert mit mir in den Kommentaren über eure Meinung, auch was ihr von Episode 7 haltet, solltet ihr es schon gesehen haben. Wenn nicht, dann hoffe ich mal, habt ihr den Part nicht gesehen oder das eine Level nicht gesehen, Kampfarena, und davor auch nicht wirklich, weil da habe ich doch ein bisschen gespoilert.
gut, es waren jetzt keine so heftigen Spoiler oder so. Aber naja, ich würde sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.